Leute, mein Name ist Nymsky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, heute haben wir was ganz Besonderes für euch am Start, nämlich erkenne den Ostasiaten. Und ich dachte mir erst so, sollen wir es wirklich machen, weil ich habe ja jetzt nicht so einen direkten Bezug zu Asien. Obwohl, Jamal, du weißt selbst, ich war glaube ich 2 Monate lang in Thailand, also eigentlich bin ich ja auch irgendwo so ein bisschen Asiate. Nee, aber haben sich auf jeden Fall sehr, sehr viele gewünscht, deswegen dachten wir, setzen wir das Ganze einmal um. Wir haben ja Erkenne den Schwarzen gedreht, da war es natürlich für mich leichter, aber aus dem Grund hoffe ich natürlich auf die heutige Jury. Und ja, Freunde, was auch noch ganz, ganz wichtig ist, ich habe hier ein richtig nices Paket zugeschickt bekommen, denn das heutige Video ist gesponsert durch Manscaped. Bei Manscaped habt ihr einfach die perfekte Pflege für den gesamten Körper, aber natürlich insbesondere für den Intimbereich, worüber ich weiß, einige wollen gar nicht darüber reden, aber es ist was, worüber man natürlich auch reden muss, weil ich finde, es ist sehr, sehr wichtig und viele kennen es, Jamal, du kennst es bestimmt auch, dass das ein oder andere Mal dich einfach verletzt, oder nicht? Ist es nicht so? Ja. Es ist leider so. Und beim Manscaped beugt ihr dem Ganzen natürlich vor, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch hier verletzt oder irgendwelche Schnitte drin habt, ist deutlich geringer. Ihr bekommt hier zum Beispiel beim Performance Package 4.0 sehr, sehr viele Sachen habt ihr hier dabei. Hier habt ihr unter anderem einen Rasierer. Ihr bekommt einmal einen Refresher dazu plus ein Deo für den Intimbereich. Richtig schöne Unterhosen. Auf jeden Fall noch was zum Aufladen für den Rasierer. Plus nochmal was für die Nase. Und das Tolle ist, bei Manscaped habt ihr noch weitaus mehr als jetzt nur das Package. Ihr habt beispielsweise Unterhosen dort, ihr habt dort T-Shirts, ihr habt Pflege für die Hände und Füße. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr, sehr dankbar für die Kooperation, weil ich finde, Manscaped hat einfach eines der besten Produkte, gerade was Pflege für den Mann angeht. Und ja, deswegen jetzt sehr, sehr nice für euch. Ihr bekommt jetzt mit dem Code NAHIMSKY nochmal ganze 20% on top plus bekommt kostenlosen Versand. Deswegen, also wenn ihr euch sowieso schon Gedanken drüber gemacht habt oder allgemein, wie gesagt, Pflege ist für jeden wichtig, dann macht das Ganze jetzt am besten über den ersten Link in der Videobeschreibung und bekommt sogar nochmal einen Rabatt on top. Ansonsten würde ich sagen, Freunde, ihr seht ja auch gerade, ne? Seitchins Outfit wieder mal gerockt. 20.11., ihr wisst Bescheid. Cargohose, Zip-Hoodie, auch von Seitchins. Ansonsten würde ich sagen, schnappen wir gar nicht groß rum. Ihr wisst, ich alleine wäre heute bei Erkenne den Asiaten aufgeschmissen. Ihr wisst es. Deswegen habe ich mir natürlich 2 Experten eingeladen, die mir heute dabei helfen sollen, den echten Asiaten zu erkennen. Deswegen würde ich sagen, schnacken wir gar nicht groß rum. So, bitten diese Special Guest einmal bitte rein! Geht alles gut? So, Six. Oh mein Gott, lang nicht gesehen, Bro. Guys, wie geht's euch? Geht's euch gut? Mir geht's super. Ich bin echt excited, gespannt. Thema Asiate, oder? Mhm, deswegen, das war ein Vorschlag von Celtix. Erst war ich so ein bisschen, können wir es drehen, weil ich bin ja maximaler Außenseiter, weißt du? Ach was. Aber nachher wusstest du eigentlich, Ryan ist mein Onkel, gell? Jetzt ernsthaft? Ja. Hast du nicht gewusst? Doch, sagen gewisse nicht, Ähnlichkeiten sieht man schon. Das sagen wir nicht so oft, ja. Aber ich hab was mitgebracht. Ein Ding weiß ich, so ein klassisches Klischee. Oh. Die Geheimwaffe. Damit müssen sie arbeiten können. Okay, Nahim, kannst du das heben? Eine Hand. Ich erkenne schon direkt, dass... Ey, du musst der Asiate sein. Du bist doch der Asiate. Bro, was machst du da? Was ist das Asiatisch? Ja, wir machen das jetzt was. Warte. Ich will noch einmal. Every opportunity is the last opportunity. Every opportunity, I have to reprove myself again. Every opportunity, I'm still nervous. E.T., you've been doing this for years. Why are you so nervous? Because the day you become condemned, the day you stop evaluating yourself, the day you stop growing, the day you stop getting better, is the day you die, is the day the person who's trying to catch you will get you. I said, look, don't cry to give up. Cry to keep going. Don't cry to quit. You already in pain. You already hurt. Get a reward from it. Bruh. Ey, krass, aber so hält man das, gell? The man himself, Ryan Hanashi. Stimmt, was man auch noch sagen muss, wir drehen erkennen den Ostasiaten. Also ja, Asien an sich so, ja. Könnten auch Russen sein. Keine Sorge, wir schaffen das schon. Ich bin da confident auf jeden Fall. Okay, ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Freunde, denkt noch an ganz, ganz wichtig. Am 20.11. wisst ihr wahrscheinlich auch, kommt... Ich hab davon gehört, Bro. Side Jeans. Richtig, Side Jeans. Richtig geile, top Style, Bro. Genau. Und du läufst auch mit dem Side Jeans Outfit rum. Ja, ich hab voll Bock drauf. Ich mach's mein Umstyling. Besser, Mann. Alright, stimmt, ganz wichtig, check die unbedingt ab. Alles von den Jungs in der Videobeschreibung. Und da würde ich sagen, bitten wir die Teilnehmer einmal bitte rum. Let's go.
Schwierige Lage, Jungs. Was sagt ihr? Erster Eindruck? Beim Reinlaufen, ich habe eine sofort erkannt. Wer? Soll ich sagen? Ja. Ich glaube, Kandidat in blau, weiß und rote Jacke. Sein Gang war nicht asiatisch. Und du meintest ja auch, Asiaten haben kleinere Beine, ne? Der hat ja verhältnismäßig. Das stimmt. Er hat längere Beine. Also wenn wir drei Typen nehmen, gleich groß von der Körpergröße, und wir messen, wo ist der Bauchnabel und wo ist der Hüftknochen. Durchschnittlich, der Bauchnabel und alles liegt tiefer an der Asiate, Mitte für Weiß-Europäer und höher an eine Schwarze, weil die längere Beine haben. Okay. Und wir Asiate haben im Durchschnitt kürzere Beine und dadurch andere Gang. Es gibt bestimmt auch Ausnahmen. Also wir können nicht sagen, dass alle Schwarze sind über 1,83 mit Sixpack. Viele, Bro, wie du weißt, aber nicht alle. Wir reden von Durchschnitt. Man muss auch ehrlicherweise sagen, wir arbeiten jetzt schon sehr hart mit Klischees, ne? Ja. Also, anders können wir es ja auch nicht machen. Würdet ihr sagen, Asiaten sind nicht breit gebaut, oder? Nee, die meisten sind schlank. Außer jetzt Celtics. Also man sieht ja bei meinem Beispiel, dass ich krass bin. Spaß, aber ich hätte jetzt zum Beispiel vom Gang her und vom Erscheinungsbild, auch vom Style, hätte ich hinten rechts gesagt, dass es kein Asiate sein kann. Ja, hätte ich auch gesagt. Wer ist denn für euch asiatisch? Ich habe zwei, wo ich direkt sagen kann, ich glaube, das ist der. Hinten links, Celtic. Hinten links, erste Wahl, oder vielleicht vorne, Mitte in schwarzer Lederjacke. Hinten links ist voll Korean-Style. Ja, genau. Von den Klamotten her. Baggy Jeans, die Hose ist super im Trend, eine graue Oversize-Jacke, das habe ich ja fast an, Alter. Guck mal. Aber ich will ja auch erst mal reden lassen. Ne? Würde ich auch sagen. Deswegen würde ich sagen, dann darf sich der Erste vorne rechts einmal vorstellen, bitte. Hallo, mein Name ist Richard. Ich bin 18 Jahre alt, bin auf den Philippinen geboren. Bin mit einem Jahr nach Deutschland gezogen und danach bei meinem Vater aufgewachsen. Mein Vater ist aus Kasachstan, der ist nach Philippinen geflogen, hat da Urlaub gemacht, hat dann meine Mutter da kennengelernt. Die sind dann zusammen nach Deutschland umgezogen und mit zwei Jahren haben die sich getrennt und ich bin mit meinem Vater dann aufgewachsen. Und das war's. Habt ihr sonst noch Fragen? Das heißt, deine Mutter kommt aus Philippinen und dein Vater ist weißer Deutscher, ist das richtig? Ja, mein Vater ist aus Kasachstan. Kannst du die Sprache sprechen? Ich kann Russisch sprechen, Kasachisch nicht. Du bist Russe? Russe, ja. Ich glaube, du bist pur Russe. Nein. Doch. Safe. So safe. Bratan, ты говорил по-русски? Да, я могу на русский разговаривать. Привет, как дела? У меня хорошо дела, как у тебя дела? Kannst du wie nennt man das? Tagalog. Die Philippinsprache, Tagalog. Tagalog, kannst du Tagalog? Scheiße, das hätten wir fragen müssen, Mensch. Ja. Nein, also die Frage. Oh, ja, jetzt zu spät. Okay. Wie heißt die Sprache aus Philippinen? Da weiß ich nicht, weil ich bei meinem Vater aufgewachsen bin. I told you before! Ich weiß, in Kasachstan, es gibt die Kasach-Leute, die sehen aus wie Leon und ich, die sehen aus wie Asiaten. Das sind die Kasache-Menschen. Und es gibt viele Russen, die sehen halt aus wie Russen, weiße, blonde. Ist dein Vater Russe oder Kasache? Mein Vater Russe, der sieht auch so aus. Mein Opa, also der Vater von meinem Vater, der sieht aus wie ein Kasache. Wie siehst du aus? Ich sehe aus wie ein Deutscher. Aber du bist auch halb Philippiner, oder nicht? Ja. Was für Augen hast du? Deutsche Augen? Also europäische Augen? Nein. Asiatische Augen? Auch nicht so, halt eher beides, zwischen Kasachisch und Asiatisch. Aber Kasachisch ist doch schon asiatisch, oder nicht? Eigentlich schon. Ist doch so wie 4-7, oder nicht? Genau, 4-7. Er ist Kasach. Er hat ja auch so asiatische Augen. Ja, das sind asiatische Augen. Die sehen aus wie Chineser fast. Zwischen Kasachisch und Philippinisch? Das ist ja. Wäre ja beides dann. Ja. Weil wir direkt rauskicken, dann Spaß. Das ist von Art her. Ich glaube, das ist eine blonde Russe mit blauen Augen. Das sieht aus wie Til Schweiger, glaube ich. Dann danke dir erstmal, dann machen wir mit dem nächsten weiter. Hallo, mein Name ist Imali. Ich bin 22, mein Vater ist Japaner, meine Mutter Ingushin und ich bin mit 5 nach Deutschland gekommen. Sorry, was war das Zweite? Ingushin, aus dem Kaukasus, Ingushetien. Wo liegt das? Halt Europa noch, geografisch, aber ist bei Russland da. Und von da stammt deine Mutter? Mutter, ja. Und Vater ist Japaner? Genau. Jo! Anone, Nihongo ga dekimasu ka? Mein Japanisch ist nicht gut. Ich kann nur die Basics. Okay, sag mal was. Watashi no namae wa Imali desu. Watashi no ji no ji. Wie bewertest du die Aussprache? Sehr deutsch. Ja? Sehr deutsch. Okay. Guck mal, ich habe hier was Kleines mitgebracht. Kannst du mit Stäbchen essen? Tatsächlich nicht. Ich habe keine Feinmotorik in den Händen. Also alle Asiaten, und ich kenne viele Asiaten, die können mit Stäbchen essen. Gibt es Asiaten, die nicht mit Stäbchen essen können? Nee, wir wachsen damit auf. Also ist das schon so ein Ausschlusskriterium? Ich kann Sushi essen damit, aber keine Reiskörner. Kannst du damit mal was hochheben? Kannst du es mal vormachen? Stück Papier. Hier habe ich so ein Stück Papier. Ich bin gespannt wie ein Bogen. Bruh.
Ich helfe dir. Du musst es nur einmal hochheben. So sah das bei mir auch vorhin aus. Was sagt ihr? Es war auf jeden Fall besser als deins. Aber muss denn jeder Asiate damit essen können? Ja. Ja? Nein, also es gibt natürlich Asiaten, die nicht mit Stäbchen essen können. Okay. Also die meisten. Man kann wirklich pauschal schon sagen, die meisten auf jeden Fall. Du wirst gefühlt von der Familie verbannt, wenn du es nicht kannst. Ach so. Wie siehst du denn aus, wenn du mit einer Gabel Reis isst? Na, eigentlich, also ich würde Reis mit einem Löffel essen. Das stimmt, ja. Okay, habt ihr sonst noch Fragen? Also dein Vater, er ist Vollblut-Japaner, yeah, aus Japan, okay? Und deine Mutter, sieht sie aus wie Europäerin oder wie? Yeah. Wie heißt dein Vater? Mamoru. Wie heißt du mit Nachnamen? Ich habe meinen Namen gewechselt, eigentlich Higashikata, aber jetzt Ibrahimov. Wie hast du deinen Nachnamen gewechselt? Nach meiner Mutter umbenannt. Und warum, wenn ich fragen darf? Es hat halt ein bisschen Probleme gegeben in der Schule mit meinem asiatischen Namen. Wie war Nachname von deinem Vater nochmal bitte? Higashikata. Das ist ein bisschen seltener Fall, weil Vater Asiate, Mutter weiße Europäerin. Ja. Meistens ist es umgekehrt. Meistens bei gemischten Halbasiater, der Vater ist der Europäer und die Mutter meistens ist die Asiatin. Würdest du sagen? Bro, so. Ist so? 80%. Meistens. Ja, dann raus. Nein, warst du schon mal in Japan? Einmal. In Nagasaki, da wo mein Vater herkommt. Wie lange fliegt man nach Japan? 23 Stunden, circa einen Tag hat es gedauert. Warte, wie, von wo? Von Frankfurt. Frankfurt nach Japan, 23 Stunden? Es gab keine Direktflüge, also wir hatten mit Umstieg. Achso, dann dank dir erstmal. Dann machen wir mit dem nächsten weiter. Mein Name ist Philipp, ich bin 29 Jahre alt. Mein Vater ist Chinese, meine Mutter ist Deutsche. Aber mein Vater ist in Malaysia aufgewachsen und in Singapur geboren und mit 17 Jahren nach Deutschland gekommen. Kannst du Chinesisch? Nein, weil mein Vater ja in Malaysia groß geworden ist. Ich kann leider die Sprache nicht. Und wie unterhaltet ihr euch? Auf Deutsch. Achso, lebt ihr alle zusammen? Meine Mutter und mein Vater leben noch zusammen und ich wohne alleine. Du hast gar nichts so von der Kultur mitbekommen aus China, oder? Ich habe ein bisschen was mitbekommen. Also wie gesagt, dass meine Großeltern damals aus Südchina nach Malaysia ausgewandert sind. Da ist dann mein Vater geboren und dann ist er mit 17 nach Deutschland wegen besseren Arbeitsbedingungen. Hat meine Mutter dann in einem Asia-Imbiss kennengelernt, da hat er als Koch gearbeitet. Meine Mutter hat neben ihrem Studium als Lehrerin Asia-Taxi gefahren und so haben sie sich kennengelernt. Ich kann mir dich optisch gerade gar nicht asiatisch vorstellen. Wie siehst du aus? Ich sehe ganz normal aus. Ich habe ein bisschen asiatischen Touch. Meine Augen sind ein bisschen verkleinert, aber sonst ganz normal. Dein Papa hat dir nichts aus der chinesischen Kultur mitgegeben? Nee, er hat mir nicht viel aus China mitgegeben. Ich weiß ein bisschen was aus Malaysia. Nicht viel, aber ein bisschen was. Ich habe mich für die Kultur da nicht sehr interessiert. Oh. Also beide Eltern von deinem Vater Chinese? Genau. Dein Vater vollblut Chinese. Er ist in Malaysia und Singapur aufgewachsen, das heißt Minimum chinesisches Neujahr. Wie bitte? Chinese New Year, chinesisches Neujahr. Silvester muss er feiern. Das ist Grund. Feiert er? Neujahr? Unser Neujahr ist ja am 1. Januar. Ja. Und chinesisches Neujahr ist ja, ich weiß nicht wann, aber irgendwann. Jedes Jahr anders. Kannst du ihn ja fragen. Okay. Stimmt. Weißt du das? Weißt du das? Nein, leider nicht. Und du hast noch nie was davon gehört, chinesisches Neujahr? Doch, aber ich weiß jetzt nicht genau, wann das ist. Also wenn man schon davon gehört hat, dann müsste man das auch wissen. Vor allem, wenn der Vater Asian ist. Was mich an ihm stört, schau mal die Knie an. Nur leicht. Aber erkennst du X-Beine? Ja. Wenn du deine Knie anschaust und meine Knie, die sehen eher aus wie der vorne mit in einer schwarzen Lederjacke. Wir haben leichte O-Beine. Siehst du? Du hast genau die Knie, ich auch. Der erste Kandidat in blau, weiße, rote nicht. Aber wir haben eine bestimmte Form in die Beine. Stell dich mal dahin, ich will's mal. Wenn ich nur dieses Foto anschauen würde, die Beine, das würde hinkommen. Ja. Das sieht aus wie aber denkst du, das kann man so krass pauschalisieren, Ryan? Bro, kann ich. Ich bin ein Urasiat. Da kenne ich mich aus, Bro. Das Ding ist, ich kann mir links auch gar nicht asiatisch vorstellen. Ich auch nicht. Wie deutsch bist du aufgewachsen? Ich bin ziemlich deutsch aufgewachsen, aber was ich weiß und sagen kann, ist, dass mein Vater dienstags immer Ruhetag hatte im Asia-Imbiss und dann dienstags immer für uns gekocht hat. Da gab es dann auch manchmal Ente mit Reis oder Songsi, das sind so gefüllte Bambusblätter mit Reis. Musstet ihr mit Stäbchen essen? Nein, wir konnten ganz normal mit Löffel und Gabel. Kannst du? Also Sushi ja und so, aber ich hatte nie das Bedürfnis, mit Stäbchen zu essen. Würde so ein Asiate antworten? Weiß
ich nicht. Weiß ich nicht. Und es ist auch sus, dass alle auf einmal nur Halbasiaten sind. Das ist bei Schwarzen auch immer so. Wenn wir erkennen, die Schwarzen gedreht haben, dann auch immer. Okay, habt ihr sonst noch Fragen? Sonst würde ich vorschlagen, machen wir mit dem Innenrecht weiter. Ich würde weitermachen. Okay, dann danke dir erstmal, dann machen wir mit dem Innenrecht weiter. Hallo, ich bin der Ivan, ich bin 19 Jahre alt, komme aus der Nähe von Köln. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Vietnamese, bin aber seitdem ich 3 bin, habe ich gar keinen Kontakt mit meinem Vater, weil meine Mutter war leider Opfer häuslicher Gewalt. Meine Mutter wollte das nicht mehr mitmachen und hat sich dann getrennt von meinem Vater. Hab keine Ahnung, wo er ist, hab keine Ahnung, wie er aussieht, gar nichts. Wie heißt dein Vater? Bau. Nachname? Phan. P-H-A-N. Wie siehst du aus? Wie sehe ich aus? Ganz normal. Also ich habe kleinere Augen, bin nicht so dunkel. Also ich würde sagen, ich habe einen ganz normalen Hauttyp. Was heißt einen ganz normalen Hauttyp? Ja. Ich bin auch dunkel. Bin ich jetzt nicht normal? Ja. ja, so eher europäisch, würde ich sagen. Also ein bisschen heller. Wolltest du deinen Papa gar nicht kennenlernen? Nee, also meine Mutter hat mir die Geschichte damals erzählt, was mit der passiert ist und so. Hat mir auch Bilder gezeigt, wie schlimm sie zugerichtet wurde. Also ich will gar nicht, dass er mein Vater ist, um ehrlich zu sein. Deswegen ist, anhand deiner Stimme kann ich mir gerade gar nicht vorstellen, dass er asiatisch ist. Echt? Vielleicht? Gar nicht. Bei Celtics, ich könnte es mir auch vorstellen. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es klingt ja nicht asiatisch. Nur von die Stimme. Ja, nee, ich kann es nicht beschreiben. Aber guck mal, Ryan, Alter. Ja, okay, Ryan ist ja auch was anderes. Der kann ja auch was anderes. Hä? Was heißt so, Ryan ist was anderes, Bro? Ich bin auch nur ein normaler Mensch. Nein, so meine ich das nicht. Könnt ihr euch, ich meine, ihr seid ja Asiaten, könnt ihr euch vorstellen, dass er Asiat ist? Nee. Dürfte ich was dazu erwähnen? Also ich bin auch gar nicht asiatisch aufgewachsen. Wie gesagt, seitdem ich 3 bin, lebe ich nur mit meiner Mutter. Außer dem Aussehen her habe ich eigentlich gar nichts mit Asien oder so zu tun. Ja, das ist schlau, damit du nicht auf die Fragen antworten musst von den Jungs. Ja, was denkst du jetzt, ne? Also, das weiß ich. Direkt rausworten. Ja, ich würde sagen, wir hören uns erstmal den letzten Kandidaten. Würde ich auch sagen. Deswegen danke dir erstmal, dann machen wir mit dem oder der Letzten weiter. So, erstmal hallo, mein Name ist Dong Eng, ich bin Vietnamese, meine Eltern sind beide vietnamesisch. Das meinte ich vorhin, seine Stimme hört sich asiatisch an, aber hey, Jungs, ey. Wie er auch seinen Namen ausgesprochen hat, so, ich muss gar nichts fragen. Sprichst du Vietnamesisch? Ja, ich bin aber in Deutschland aufgewachsen und habe mit meinen Geschwistern, also ich bin der jüngste von 5 Kindern, immer Deutsch gesprochen. Und richtig Vietnamesisch habe ich erst gelernt, als meine 4 Geschwister ausgezogen sind, weil ich mit meinen Eltern nur Vietnamesisch reden kann. Vorstellung, vor am Ende ist es ja doch nicht und wir sind uns so sicher. Oh. Dann würde ich mal eins vorschlagen, du kannst doch bestimmt Vietnamesisch, oder? Siehst du aus? Weiß nicht. Ja. Könnt ihr euch mal unterhalten auf Vietnamesisch? Xin chào anh, ein Goch hoi hong. Ja, der ist es. Ich muss gar nichts sagen. Woher kommen deine Eltern? Also mein Vater ist in Hanoi geboren und meine Mutter ist in Dong Van geboren. Ja, der hat auch den Hanoi-Akzent. Und du bist voll Vietnamese, oder? Ich bin Vollblut. Wir müssen uns jetzt erstmal entscheiden, wen wir am ehesten rausvoten würden. Ich wäre für vorne rechts. Ja. Ja, oder? Vorne rechts. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Das ist völlig Verteidigung. Alles gut. Bratan, passe los da. Du müsstest einmal rausgehen, bitte. Okay, wen wollen wir als nächstes raus? Hinten links, würde ich sagen. Meinst du? Ja. Weiß ich nicht. Aber ich würde tatsächlich sagen, hinten rechts mehr als hinten links, oder? Das ist auch der Halb-Philippine, oder? Nee, sein Vater ist aus China. Ja, Vater aus China, aber die Knie. Die haben dich verraten. Und dass er mit beiden Eltern aufgewachsen ist, aber gar keinen Bezug dazu hat, das ist auch ein bisschen komisch. Was sagst du dazu? Dass wir es komisch finden, dass du keinen Bezug zu deinem Dad so wirklich hast? Also ein bisschen Bezug habe ich ja gesagt. Ich habe nur gesagt, ich weiß nicht so viel von China, weil er in Malaysia aufgewachsen ist. Ja, du weißt ja auch nicht so viel von Malaysia. Ich weiß, dass er aus der Stadt Ipoh kommt in Malaysia. Warst du schon mal drüben? Nein. Und du hattest noch nie Interesse, da irgendwie mal rüber zu fliegen? Doch schon, aber das Geld war immer knapp. Ja, das kostet ja auch ein bisschen was. Wie alt ist dein Papa? 57. 57, wann geboren? Am 7.2. Jetzt macht alles einen Sinn. Der ist es. Nee, ich glaube, der ist draußen. Jo, leider keine Asiate. Ei. Alright, das heißt, du müsstest dann einmal bitte rausgehen.
Ey, bis jetzt hat noch keiner meinen Stäbchentest hier bestanden. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Kannst du das? Jo. Oh, 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 oh. Usoi, usoi. Ich glaub, mit dem Platz auch ein bisschen schwierig, oder? Okay. Boah, es ist so schwierig. Also es gibt noch den Griff, wo Leute genau in die Mitte reinnehmen. Ich nehme immer den Griff. Scheiße. Okay, Vietnamesisch kannst du sprechen. Das kannst du perfekt vorzeigen. Sogar zwei verschiedene Griffe. Kannst du Chinesisch sprechen? Nein. Warum nicht? Chinesisch. Chinesisch. Er ist doch Vietnamese. Ich bin Vietnamese. Warum sollte er Chinesisch kennen? Ich wollte nur sehen, was du sagst. Er macht alles perfekt. Okay. Feiert deine Familie chinesisches neues Jahr? Ja. Wann ist es? Wann ist es? Es ist ja immer unterschiedlich. Es kommt ja darauf an, welches Kalenderjahr es ist. Jahr des Drachen, Jahr der Schlange, etc. Und es ist im Frühling. Wie bist du aufgewachsen? Sind deine Eltern streng? Meine Eltern sind sehr streng, ja. Es war schon ein Problem, wenn ich eine 3 geschrieben habe. Und ich musste immer ganz viele Musikinstrumente lernen. Und ja. Stimmt, alle Asiaten sind intelligent, würde ich einfach mal sagen. Nee, alle Menschen, Bro, sind intelligent, aber viele asiatische Eltern, die geben nicht diese Freiheit, tu dein Bestes. Die Noten, ja, okay, nächstes Jahr. Nee, die sind ein bisschen strenger und wollen Leistung sehen. Es liegt in der Kultur dieser Druck und Erwartung. Du hast vorher gesagt, du hast eine Schwester. Ja. Kannst du uns ein paar Beispiele geben, das Unterschied, was deine Schwester dürfte oder nicht dürfte und in die Regeln für dich? Also bei ihr war es halt noch strenger, dass sie viel mehr im Haus helfen musste und viel höflicher sein musste als ich. Wenn sie sich zum Beispiel nicht verabschiedet hat von meiner Mutter, wenn sie aus dem Haus geht, war es schon sehr kritisch. Ist das bei euch auch so, also ich kenne das nur aus Thailand, dass man sich so immer so verbeugt, das bei euch auch so? Nee, das ist Thailand und Indien. Achso, ich finde das voll süß, aber egal wo man hingegangen ist, alle immer so. Voll süß. Also explizite Unterschiede gab es ehrlich gesagt nicht, außer dass sie mehr helfen musste als ich. Ich kenne das auch von meiner Familie. Also ich bin einer von den Ur-Asiaten. Ich bin jetzt 49,5, diesen Sommer 50, mein Papa 88. Diesen Sommer 50, also ja. Der Sommer, der jetzt kommt? Ja, in ein paar Monaten, ja, diesen kommenden Sommer, 50. Ach, aber mit Side-Jeans, ich sehe aus wie 28. ich glaube wirklich sogar. Ich rasiere das Ding ab, Bro. Bart ab und Side-Jeans. Das Ding ist, du hast dich ja sehr gut gehalten, finde ich. Also du siehst ja jung aus, nur ein Anzug macht einen ja immer so reifer, finde ich. Das heißt, mit Side-Jeans kann ich mir schon vorstellen, dass du aussiehst wie 28. Er ist sehr gut im Verkauf, ja. Nee, ist wirklich nein, ich meine das ernst. Du hast ja auch gar keine Falten oder so. Asiatische Gene, Bro. Ich bin so ein Halbunsterblicher. Mein Papa, 88. Halbunsterblicher. Bin ich, Bro. Du lachst jetzt, aber wir unterhalten uns nochmal in 30 Jahren und du sagst, oh, bist du der Sohn von der Rhein? Ich sag, nein, Bro, ich bin's naiv. Genau so wird es ablaufen. Hey, ohne Witz, mein Papa, 88 Jahre alt, ja, Jahrgang 1934. Sein Vater, das ist mein Opa, Jahrgang 1887. Also von Kultur her Urasiater. Und meine eigene Cousine, das ist die Tochter von die Schwester von meinem Papa. Also von meinem Vater, die Schwester, die Tochter. Meine eigene Cousine. Ich bin in Kanada aufgewachsen, sie war andere Seite von Grenze in den USA. Sie dürfte keinen Freund haben, der nicht ausgesucht war von den Eltern. Und er musste Landsmann sein. Und die Eltern mussten alles so quasi genehmigen. Bis 28 Jahre alt, sie ist zu Hause gewohnt, mussten bis 21 Uhr, es ist gut, dass meine Cousine kein Deutsch versteht, zu Hause sein, alles kontrolliert. Wo warst du? Mit wem wo bist du hingegangen? Alles. Bis 28? Bis 28 Jahre Krass. Alt. Und sie ist ausgetickt. Sie hat normal gearbeitet, Geld gespart, mit 28 gesagt, Mama, Papa, ich liebe euch, aber nee, ich ziehe aus, ich hole mir eine Wohnung. Was? Geht gar nicht, du bist nicht verheiratet. Nee, ich warte nicht, bis du irgendeine sagst, der ist ein guter Junge. Und dann, die haben sie erpresst, das war sowas von geisteskrank, kaputt. Die haben gesagt, nee, du musst keine Wohnung mieten. Wir helfen dabei und wir kaufen ein Haus, denn dann hast du ein Haus. Selbe Straße und die Eltern jeden Abend kontrolliert und sie musste trotzdem 21 Uhr wieder daheim sein und immer beantworten. Ja. Bei mir ist es, bei meinen Eltern war es immer so, du musst erfolgreich sein. Mhm. So, und die haben auch bei mir gesagt, ey, mach dein Abitur und sowas. Und ich habe ja kein Abitur.
Und die sind damals ausgeflippt, Alter, weil ich gesagt habe, ich mache kein Abitur. Und dann sagen die so, ja, du musst das und das machen und so lange musst du bei uns wohnen. So. Das war bei mir aber auch so. Ja, dann kam halt dieser ganze YouTube-Stuff, ne? Und sobald die halt so sehen, okay, der macht mit YouTube Geld so und das ist halt genug. Dann werden sie dann stolz, sind sie still, ne? Ja. Dann sind sie still und auf einmal stolz. Und auf einmal posten sie die Videos auf Facebook. Ja. Kennt man. Ich weiß noch, mein Papa hat es immer dann begründet und sagt so, ja, okay, wir hatten nicht die Möglichkeit, du hast jetzt die Möglichkeit. Und als ich dann halt Abitur abgebrochen habe für YouTube, danach hat mein Papa erstmal ein paar Monate nicht mit mir geredet. So. Aber jetzt ist er stolz. Wahrscheinlich alle drei, wir haben das gehört, als wir klein waren von den Eltern oder der Vater. Die Gelegenheit, die Chancen hatte ich nicht, als ich kleiner Junge war. Okay, vielleicht wollen wir zurück zum Thema. Ja, sorry. Vorne rechts raus. Dann lass zuerst den rechten. Ja. Okay, das heißt, du müsstest einmal bitte rausgehen. Oh, ich glaube, so ein spannendes Finale hatten wir noch nie tatsächlich. Also es ist verdammt schwierig. Ich habe bei Erkenne den bis jetzt noch keine Fragen gestellt auf Vietnamesisch. Bro, es liegt daran, dass ich kein Vietnamesisch sprechen kann. Wie sagt man auf Vietnamesisch? Xin chào. Em lang viet trung. Vâng. Em có lang viet. Wie war seine Aussprache? Ja, gut. Gut? Ja. Ach, du kannst Japanisch? Ein paar Sätze hat er gesagt. Ich kann so die Basics. Itone, namai wa nan desu ka? Watashi no namai wa Imari desu. Der war gut. Ich habe ihn gefragt, wie er heißt. Er hat fließend geantwortet. Anata wa nan sai desu ka? Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Mm. Also ich, was Kommunikation angeht, eher schwach. Aber es gibt so Dinge, die ich damals immer auswendig gelernt hatte. So Gedichte und so. Gedichte? Kannst du mal so ein Gedicht vortragen? Watashi wa no Kira Yoshikage desu. Renrei 33-sai. Jitaku wa Moriyo-chō no Hokuto. Warum verstehst du deine Stimme dabei so? Habe ich mir auch gerade gedacht. Weil das eine Art und Weise ist, das zu machen. Ich glaube, seine Antwort jetzt, auswendig, das klang wie Anime für mich. Habe ich auch gerade gedacht. Das ist so eine Anime-Phrase. Ja, weil auf einmal kam übertriebene Anime-Stimme. Ja, also, um jetzt mal ernst zu bleiben, ich glaube, wir sind uns einig, oder? Ja. Also, links ist authentisch, rechts ist Cap. Der interessiert sich übelst für Japan, safe. Ja, ich glaube auch so, der guckt Animes und sowas. Und links, ich glaube, es gibt keinen asiatischeren Asiaten als links. Oh. Deswegen würde ich sagen, wir denken, dass du der Echte bist. Du müsstest dann einmal bitte rausgehen. Alright, das heißt, ich würde sagen, wir machen jetzt die Auflösung. Mhm. Das heißt, die werden nacheinander deren Morphsuits ausziehen. Dann werden wir sehen, wer der echte Ostasiate ist.
es nicht. Ah, so mein Gott. Geil, trotzdem stark, Jungs. Trotzdem geil, stark. Geil, Junge. Trotzdem stark. Aber es war zu easy. Souverän. Heute war es zu easy. Woher kommt ihr alle denn wirklich? Hier aus Deutschland. Pur Deutsch. Krass. Aber du sprichst Russisch. Mein Vater kommt aus Russland, aber ich bin hier geboren. Ja, aber dann bist du ja trotzdem. Meine Mutter kommt auch aus Russland. Also meine ganze Familie kommt aus Russland. Ja, okay, dann. Ich bin Tschetschene. Und du? Ich bin Albaner. Hätte ich das auch gesagt. Du bist Anime-Fan, gell? Und deswegen kannst du Japanisch ein bisschen? Was war das, was du gesagt hast, dieses Gedicht da? Das war von einem Lieblingsanime. Von welchem? Von welchem Anime? Jojo. Kannst du es nochmal sagen in Anime-Stimme? Das klang wie ich fast. Watashi no namae wa Kira Yoshikage desu. Renrei 33. Jitaku wa Morio-chou no hokuto. Alright. Das war gut, Bro. Du kommst aus? Mein Vater kommt aus Algerien, meine Mama ist Deutsche. Also euch habe ich mir komplett anders vorgestellt. Bei ihm habe ich es mir ungefähr gedacht. Und du bist Vietnamese. Nee. Hä? Fast. Alright. Wenn ihr irgendwas zu pushen habt, könnt ihr das jetzt gerne machen. Ich habe nichts zu pushen. Ich gehe einfach weiter. Also erstmal sollte ich ein paar Freunde grüßen. Einmal grüße ich die Firma, den Glühsohnstand, Letonia und mein Insta ist dong_ngy. Ich würde auch gerne meine Freunde grüßen. Ich grüße alle Jungs aus Beckneustadt, die Jungs aus Steinbrück. Mein Insta sage ich nicht, sonst kriege ich Probleme mit meiner Frau. Besser lieber nicht. Ich will meine TikTok-Seite pushen, da mache ich Anime-Content. Ich heiße dort LimonXLimon und ich grüße die Lurskis. Ich grüße alle aus Lüdenscheid, die mich kennen, und mein Nachbar. Das war's. Sehr nice. Ganz wichtig, checkt die unbedingt ab. Alles von denen auch in der Videobeschreibung drin. Denkt dran, checkt Sidechains ab. Am 20.11. kommt die mit Abstand krasseste Kollektion überhaupt online. Dankt euch fürs Zusehen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned, dicker.